Hallo vom Lac de Roncelon. Wunderschöner See. Muss man sich mit 800 Höhenmeter Kurbearbeit verdienen, den Blick. Ein bisschen wenig Wasser. Das war 2019 schon mal hier, da war es deutlich mehr. Ja, und meine Tour läuft wie am Schnürchen. Ich bin jetzt auf der Grand Route Alps runter seit gestern. Und bin heute früh erstmal gestartet von Col de Saucisse runter, Beaufort, und dann hier hochgekurbelt. Und jetzt geht's weiter zum Gourmet de Roncelon. Das ist hier rauf, die Straße, die man so anderungsweise sieht. Und auf der anderen Seite ist Burg Saint-Maurice. Da werde ich mal gucken, ob ich meine Etappe beende oder vielleicht nochmal weiterfahren, hängt natürlich auch von der Übernachtungsmöglichkeit ab. Ja, landschaftlich muss man nicht viel sagen. Besser geht's nicht. Da macht echt Radfahren Spaß. Und 2019, als ich hier war, da war ich noch 300, also ich bin gerade in den Anstieg reingestartet. 400 Höhenmeter ist der nochmal nach oben, und zwar nach so 300 Höhenmeter vorm Gipfel hat es mich voll erwischt mit einem Gewitter. Also wirklich so, dass man das kennt, wenn er da steht und es schüttet so runter, dass du gar nicht mehr schnell genug deine Regenklamotten aus den Taschen rauskriegst. Und war dann zwar schnell vorbei, weil da hat man so eine Schutzhütte erreicht, ein bisschen weiter oben, aber war trotzdem schade, gerade bei dem Panorama, dass man da so in den Regen kommt. Oben war es dann auch wieder ganz okay, also kam die Sonne sogar raus und Straßen waren halt nass beim Abfahren. War halt ganz optimal, das ist eine recht verwinkelte Strecke. Aber ich glaube heute, wo ich da hinten so ein paar Wolken sehe, aber ich glaube, die hängen am Mont Blanc oben. Die tun mir heute nichts mehr. Letztes Mal haben wir schon so das Gewitter so auf der linken Seite gesehen. Heute, glaube ich, wird es eine sonnige Ankunft. Okay, soweit von mir. Bis zum nächsten Mal.
So, hallo aus Nizza. Ich habe es tatsächlich geschafft und stehe hier am Meer in Nizza an der Strandpromenade. Ehrlich hier. Ja, und hat heute noch mal so eine Halbtagesetappe, 87 Kilometer ohne große Steigung. Ging recht flott, also jetzt ist gerade mal Mittag und ich bin schon da. Garmin hat gemeldet, waren die schnellsten 40 Kilometer, die ich je gefahren bin, dabei. Also, ich wollte ans Ziel anscheinend, offensichtlich. Ja, die Tour ist geschafft, muss es mal genau zusammenrechnen, aber so dürften 2000 Kilometer gewesen sein, mit so 30.000, 40.000 Höhenmeter, irgendwas in dem Bereich. War alles dabei, vom ultra schlechten Wetter in Österreich mit 5 Grad am Großglockner oben, in der gleichen Nacht hat es noch geschneit, bis zu 40 Grad in den Tälern hier in Südfrankreich, war alles dabei. Und ja, von der Wartung her war es eigentlich das, was ich mir erhofft hatte, einfach mal zu sehen, der komplette Alpenbogen, wenn man den mit dem Fahrrad bereist, wie verändern sich da die Gegenden, die Landschaften, die Menschen, was sind so die Eigenheiten, die Besonderheiten, das einfach mal so am Stück zu erleben. Das war so mein Traum, den ich mir da erfüllen wollte mit der Tour. Ja, und hat jetzt geklappt, waren, ich glaube, 23 Tage, 26 hätte ich Zeit gehabt maximal, also war, ging. 20 Tage hatte ich es ursprünglich geplant, aber ja, kommt das Wetter und solche Sachen, kommt ein bisschen dazwischen, dann ist man auch nicht jeden Tag gleich motiviert. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt da und Technik hat gut funktioniert, also Verschleiß war natürlich, also ich habe den Hinterreifen getauscht in der Schweiz, in Martigny, und der ist jetzt auch schon wieder halb unten, und Bremsklötze habe ich getauscht, die waren aber auch schon ein Stück abgefahren, also nichts Besonderes. Ansonsten hatte ich eine Spax-Schraube im Vorderreifen stecken, da musste ich einen Schlauch einziehen, hat aber jetzt dann funktioniert, den Rest von der Tour. Und von daher kann ich sagen, Technik hat super funktioniert. Der Akku ist nochmal ausgegangen vom Schaltwerk. War Gott sei Dank am Anstieg. Dann habe ich quasi in der Trikottasche den Akku geladen. Bis ich oben war, ging es wieder und konnte ich wieder schalten. Und beim Rauffahren war es egal, weil da hatte ich eh den kleinsten Gang drin. Genau, alles super geklappt. Schöne Tour, schöne Pässe, werde ich nie vergessen mit Sicherheit. Das Einzige, was ja, schlimm ist, es ist eigentlich fast nicht mehr zu toppen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was man da noch mehr machen könnte. Wir können das Ganze noch schneller machen. Aber das war ja auch nicht meine Idee. Meine Idee war nicht, möglichst von Wien nach Nizza zu kommen, möglichst schnell, sondern die Alpen dazwischen zu erleben. Und das möchte ich ja nicht machen, wenn ich dann nachts im Tunnel durch die Gegend fahre, auf die Landstraßen. Von daher war das genau das, was ich wollte. Und ja, schaut es euch an. Herrlich. Da geht eigentlich das Herz auf, wenn man sowas gemacht hat nach der ganzen Zeit. Und jetzt ist man hier und ist irgendwann mal in Wien gestartet. Okay, dann danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und bis zur nächsten Tour, was immer das dann ist. Ciao.
das ist Nizza. Die Strandpromenade. Ich glaube, ich werde mich nachher noch mal ein paar Stunden an das Meer legen. Muss mir nur noch ein Handtuch kaufen. Aber jetzt gibt es noch was zu essen. Ganz dringend. Bin doch ein bisschen hungrig jetzt. Hier auf der Promenade scheint es nichts zu geben. Mal gucken, vielleicht weiter vorne. So eine kleine Pizza. Wäre ganz nett. Also nach Nizza für eine Pizza, sozusagen. Ja, schön hier. Die Farbe vom Wasser ist faszinierend. Echt klasse.